Moin, ihr Baggerluten. So, heute mal ohne Fratzengesichter und so. Ne? Tut ja nicht immer Not. Muss ja auch nicht immer sein, ne? So, wir hatten jetzt zuletzt, wir sind hier jetzt in dieses, wie heißt denn das hier? Im Convention Center von Detroit. Und sollen hier mit dem Typen dann mal irgendwie mal schnacken. Ne? Wir sollen Sonder besuchen und wenn wir nicht wissen, wo der ist, dann müssen wir irgendwie mal hier den einen Typen da irgendwie Bill Taggart mal anschnacken. So, okay. Mal gucken, was passiert. Ich bin ja schon mal so ein bisschen gespannt hier drauf. So, ihr könnt euch im Übrigen, warte mal, okay, in diese Richtung. Got a pass? Okay, you're good. Just don't stand around, please. Okay, dann bewege ich mich ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Here comes the man in black. Also jetzt nicht wegen seinem Anzug, ne? Oh, ah, oh, oh. Was denn hier jetzt? Soll die hier doch jetzt nicht alle ausschalten, oder? Das können wir doch eigentlich nicht machen. Was mit dir? Hallo. You got a lot of nerve showing your hands or face here. Für ein Opfer, of course, Alter. Maybe you're looking to learn something. You could always get rid of those things, you know. The doctor could help you. Ach so, kann ich. Ja, dann nimm mir doch mal bitte meine Arme weg. Genau, ist total geil. When evolution is a fantasy, but that is exactly what I am telling you. As a world, where's your sidekick, Taggart? 6 months ago, Seraph Industries was attacked by mercenaries whose objective was to cripple our research. But I've learned the attack was just a smokescreen. Megan Reed's team was kidnapped, and Isaiah Sandoval, your personal aide, was involved. That is ridiculous. Ladies and gentlemen, I apologize for Mr. Jensen's intrusion, and I assure you that these accusations are without basis. Are they? This is Sandoval. Why are you calling me here? There's been a change of plans. Seraph's team must not make it to the hearing. But that's too soon! If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one? That's your man, Taggart. Talking about removing implanted GPL devices so that the people who took Seraph's scientists could cover it up. I see what's going on here. Seraph Industries has received two black eyes in the last few days. The first due to the shocking news coming out of Montreal that biotech companies are secretly participating in unethical super soldier experiments. And the second as a result of their violent escalation of today's peaceful protest. David Seraph and his corporate bedfellows are desperate and in imminent danger of losing the regulation vote, so this man has been sent here to attack my reputation. I'm right here, Taggart. Look at me. I admit, I wouldn't feel bad if your reputation was damaged in front of the press, since you've been doing the same to my colleagues for years, but that's not why I'm here. Seraph scientists are alive, and it's time for the truth to come out. The truth, Mr. Jensen, is that this recording of yours proves nothing. It could have been made by anyone in the world with a grudge against Humanity Front, and you are our prime suspect. Aww. Diskredieren. Sie haben Nerven, mich als Lügner zu bezeichnen oder leugne etwa ich meine Beteiligung an Entführung und Morden. Sie haben Recht, für eine Verurteilung reicht sie nicht, aber für einen Durchsuchungsbefehl mehr will ich nicht. Taggart, warum stehen Sie noch im Weg? Thema wechseln. Pass mal auf, ich mach mal. Warte, hier kann ich noch nichts, ne? Überzeugung. Pass mal auf, ich diskreditiere ihn. You got a lot of nerve to accuse me of lying. I'm not the one standing in front of a crowd of people hiding my involvement in kidnapping and murder. My involvement, Mr. Jensen? Your recording doesn't prove that. Yet? My heart goes out to you. Perhaps it's best that you came to me rather than bringing this recording to the police. You need it to be some kind of proof because you're still suffering. You're trying to find someone else to blame for the emotional trauma you experienced when you woke up from that surgery and discovered you were no longer quite human. Jetzt ist ein better Typ. Bin besessen, weil immer noch 5 Menschen vermisst werden und ihre Angreifer nie für ihre Tat bezahlt haben. Mich interessieren nur die 5 Menschen, denen durch den Angriff ihr Leben gestohlen wurde. Sandoval weiß, wo sie sind. Also, wo steckt er?
Es war verdammt hart, nach dem Operationsleben zurückzufinden, aber ich habe es geschafft. Nein, ich darf hier nicht recht geben. Ich darf, ne? Das ist, sind Schwächen. Das haben wir ja gerade hier gesehen. Weiß, ne? Persönliche Angriffe gegen... Man muss da wirklich schon irgendwie... Da, nein! Johnson? Oh, The reason I'm obsessed with the past, Taggart, is that there are still 5 people missing and their attackers haven't paid for what they did. Your refusal to help me is getting in the way of justice. Well, of course, justice is very important to me, naturally. What I question is whether or not you're on the right path to find it. Ja, ist er. As you know, I was a practicing psychologist before I devoted my life to ending the threat of augmentation. And I've seen this kind of behavior before. Ist es gerade hochgegangen hier? Confused. You consider me your enemy, and you think the only way you can regain control is to defeat me in some way. You're wrong, Fred. So, jetzt könnte ich das nutzen. Ich könnte aber noch versuchen hier weiter. Wissen Sie immer, was die Mitarbeiter von You First ihre Leute gerade machen? Ich muss sie nicht zum Feind erklären, Taggart. Was sie tun, spricht für sich. Sie sagen, Humanity First wäre nicht gewalttätig. Aber sehen sie sich um. Natürlich ist es das. Naja, das ist gar nicht... Aber ich glaube, ich... Pass mal auf. Ich mache erstmal das und dann vielleicht gleich in der nächsten das. I don't have to make you my enemy, Taggart. Your actions speak for themselves. You started the anti-augmentation movement. And now anti-augmentation terrorist groups are making headlines every day. You always say Humanity Front isn't violent. But look outside. We're seeing proof that it is. Mr. Jensen, the only one seeing proof of Humanity Front's involvement in attacks on Seraph Industries is you. So, lass mich die Pheromone benutzen. My life has been an open book since I created Humanity Front. I could have sought the death penalty after an augmentation addict murdered my wife, but I didn't. Because I am passionately opposed to violence, as is every member of Humanity Front. I say again, every member. Your claim to the contrary is a lie. Rede doch mit mir, ich bin hier. Ach scheiße, jetzt kann ich das nicht mehr. Ach Mann. Das mache ich. Nee, das ist gut. Nicht Themawechsel. I know about your wife's murder, Mr. Taggart. And how it led you to start Humanity Front. I've lost someone close to me too, but I have a chance to get her back. If Sandoval is involved in Megan's abduction in any way, he dishonored your wife's memory. For her sake, and for the sake of my people, I need to know where he is. So, und geht das Ding da hoch? You're right. For Marjorie's sake, I can't risk tainting the integrity of what I built in her name. I'll help you find Isaias, and I pray that you are wrong about him. Ja, das ist doch ein Deal. Ladies and gentlemen, I apologize, but I'm going to have to beg your indulgence for a few moments more. If you will all please remain patient, I will return as soon as I can. Thank you. Mr. Jensen, I'll see you backstage. Hier, Leute, habt ihr gehört? Ich darf da durch. Ich darf da durch. Und? Silberzunge 1000. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie ist das? Sehr cool ist das. Was ist eigentlich hier mit den Leuten los? Sag mal, kann ich einen Drink haben? I don't know how it started, but I'll bet William Taggart's speech sparked it. There's something about him I don't like. Achso, ich dachte, du gibst mir hier einen Drink. Ist hier keine Bar? Keine Minibar oder sowas? Wunderwatz. Kock nicht so. Na, was ist mit deiner Schulter los? Brauchst du mal was Künstliches hier? Du, ich hab da noch was im Angebot. Ich bin laufendes Ersatzteillager. Na? Aber ich finde das gut, dass das so... Warte mal. Okay. Was ist mit dir? Just stay away from Mr. Taggart and everything will be fine. Er hat mich gerade eingeladen. What are you doing here anyway? This is the place. Er hat mich eingeladen. Was hier? What are you doing in here, Hansa? Looking to start trouble? Hast du mich gerade Schallkasten? I hope you're just here to listen. Although Mr. Taggart is done with this. Ich weiß, ich war da schuld dran. Ah, guck mal. Ah, da wurde gerade gezeigt, da wäre das da. Hallo? Nee, okay, noch nicht. Oh.
Aye. We've got our eyes on you, Og. Don't try anything funny. Funny. Oh, was denn hier? Munitionskoffer. Na, geil. Schön, dass wir hier einen Munitionskoffer haben. Das ist natürlich auch sehr, vertrauenserweckend. Oh, ich bin zu fett. Wie ich auch einfach mal zu fett bin. So, weg damit. Was ist denn hier? Guck mal, da ist ein Credit Chip. Und, oh, für 92 Credits habe ich jetzt diese. Was ist das? Achso, das kann ich werfen. Will ich aber noch nicht. Hallo. Geh mir aus der Sonne. Hier wäre ein Exit, aber das wollen wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, hier müssen wir nachher durch. Würde ich jetzt mal tippen. Wir gucken aber nochmal auf die Karte. Genau, ich schätze mal, das wäre das. Warte mal, welcher war denn jetzt der andere Raum? Hier vorne. Das Ding würde ich ja gerne hacken, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. So. Dann, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen hier mal da hinten hin. Das hat sich gereimt auf mehrere Arten. Sehr cool. Ist dahinter irgendwas? Nee, ne? Lass mich hier einmal gucken, was hier ist. Oh, ein E-Book. Alter. 1, 2, 3, 24, 71, 86, 10. Okay. So. Hey, Dude. Mr. Jensen, I appreciate you allowing me to deal with this in a more discreet manner. Save it, Taggart. You've wasted enough of my time as it is. Now, where's Sandoval? He has an apartment he uses when in this city, on Grand River Road. He mentioned he was feeling very run down, so I can only assume he went there. I see. Da würde er nicht sein. He's not an evil man, Mr. Jensen. If he's done what you say, it's only because of his brother, Ezekiel. Geiler Name. A man you might know better as Zeke Sanders. Sanders? The man who attacked Sarah's manufacturing plant? I knew nothing about it until after it was over, and then I tried. I tried to convince Isaias not to follow in his footsteps. Good job. Mr. Jensen, please. Isaias has done so much for so many needy people, people suffering from implant rejection. Promise me you will deal with him fairly. That all depends on Isaias. I understand, but please try. Fairness bedeutet doch einfach ihm das Gesicht wegzumachen, oder? So mit dem Stuhl im Gesicht. Aber vielleicht können wir das auch ein bisschen. Man kann das ja. Vielleicht kann man sowas auch mit ein bisschen mehr Liebe anstellen. Ne? Cause I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of the heart. There's a chance we could make it now. We're rocking till the sun goes down. I believe in a thing called love. Ich kann so nicht richtig. Huch. Ich kann so nicht wirklich singen. Ich habe das gerade heimlich hochgepitcht. Könnt ihr da mal abhauen? Ich würde da irgendwie. Also, das finde ich da gerade ein wenig interessant. Ist hier noch irgendwie was? Nee. Aber pass auf, vielleicht zählt das noch dazu. Ich würde gerne wissen, was das da für ein Gelöde ist. Könnt ihr da mal irgendwie mal euch verpieseln, ihr beiden Herzeleins? Ja, das ist doch geil. Hup. Weg. Weg, 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 weg. Dreh dich auch mal weg. So, alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Ich will mal gucken, was hier ist. Was hier? Hallo? Wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, okay. Hier war ich nun. Das ist witzig. Warte, wo sind wir denn hier? Gott. Gibt das hier irgendwas Tolles? Hallo, ist hier was Tolles? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Oder? Da ist nicht, nee, da ist nichts. Boop. Spring mal in der Hocke. Versuch das mal. Also, wenn ich mir das vorstelle, er ist da und springt in der Hocke. Das würde ich gerne mal sehen, wie das jemand macht. Der Froschmann quasi. Könnte man meinen. So, jetzt, da wäre eine Tür. Wo gehe die? Das ist doch der einzige Weg, den wir gehen können. Okay. So, aber pass auf. Plopp. Ist hier was hinter? Hallo? Nö, ist nix. Yay, ich habe wieder einen Schutzwall. So. Genug auf Quatsch zu machen. Wir sind hier nicht zum Spaß. Oh, hallo. Was ist denn hier? Hallo. Oh, wir sind draußen. Irgendwo anders. Ah! Können wir mal gucken, wo wir sind. Vielleicht wäre das ein bisschen witzig gewesen. Wir hätten quasi wahrscheinlich wieder so einen Geheimgang irgendwie dahin finden können. Wo sind wir denn jetzt? Toll.
Super. Ach Leute, im Ernst. This is important. Hä? Jensen? Huch! I almost didn't recognize you. Jesus, Mary and Joseph, what are the chances? Do you remember me? I was a rookie when you still rolled in SWAT. Nikki, of course I remember you. How you been? The brass got you on riot control too? Yeah, I am. Or I was until... Damn it. Look, something big is going down and I'm kinda freaking out here. You remember that MCB-er, Jacob White? You busted him a couple of times. Yeah, I remember him. Assault and possession. He's still running rackets. No, I mean, yeah, shit, I don't know. Anyway, it doesn't matter, because he's moved on to bigger things. Nikki, slow down. Listen, hear me out. Juma. I just got word he has his hands on some real military-grade explosives. The prick's got a fucking bomb, Adam. Was? And you know how much he hates the PD. He's going to hit us while we have our pants down with the riots. You gotta help us out here. Nikki, I'm kind of busy. If he's got a bomb, just call it in and follow procedure. What do you think I've been doing? I've been on the horn all night, and my CO already sent a patrol over to Jacob's house. We've got a warrant, so they searched the place, but nothing came up, not even Jacob. Now they're saying my CI is probably full of shit and just fucking with me. Bullshit! Jacob's using the riots as cover, and he's going to hit us, and hit us hard. Adam, I need Alter, you to trust nervös. Me on this. You gotta help me find Jacob. Ja, ich helf dir. Aber pass auf, über. I have to admit, Nikki, I'm having a hard time believing White could come up with something like this. He can barely tie his own shoelaces without tripping all over himself. That was then. This is now. After his last stint in Standish, he got bug-eyed crazy. Started talking about how the gang war and derelict row was all part of a government plot, and it's time he did something about it. I remember him saying that augmented kid we took down last year was a cover-up. Exactly! And he's been railing against Wayne Haas, the PD, and anyone else involved in that ever since. I'm telling you, Adam, he's been getting more and more violent. Now he's got explosives, and we've got a giant bullseye painted on our ass. So why is it nobody trusts your source? He used to run with White's old crew, but he's a three-strike perp facing a dime on some damn parole violation. He's trying to cop a deal, so nobody trusts him. Thing is, I know he's reliable. He hasn't bullshitted me yet, and I don't think he's doing it now. How did White even manage to get his hands on explosives? My source says he got the bomb materials from some government stash out in Highland Park. It's all I know so far. But it all fits! He was last seen ranting at a rally about shattering the foundation of the hypocrisy or some bullshit like that. You know, quoting Che Guevara and talking about violent revolution. Did he have the shirt too? Anyway, he practically named the date and time of this reckoning. And it's tonight. It has to be. Sehr geil. Details. Natürlich. Nikki, look, I don't work for the city anymore. And I don't exactly have a lot of time right now. Yeah, I understand. Look, the cops have a Deadpool going. I don't like it, but you kill a cop killer and you get a bounty. I usually reserve this to pay off our CIs, but if Jacob really is going after us, then he's as good as dead as far as I'm concerned. You take him out, the bounty is yours. To be honest, though, I'd rather see him rotting behind bars. If das you can knock him gut. Out and give him to us alive, I'll try to sweeten the deal. I try to sleep with... Okay. What is it exactly that you need me to do? You mean you'll help me out? Really? I didn't say that. Assuming I did agree to help, what would you need me to do exactly? Oh. Well, based on Jacob's history and his new political agenda, I can almost guarantee he's going after cops. I've warned everyone working street detail and anyone else who'd listen to keep an eye out. But with half the force tied up with the protests and rioting, I can't get the manpower for a proper search. I need you to check a few spots my CI thinks Jacob could be at, and take care of the threat if you can. Even if you find nothing, great. It put my mind at ease at least. Ich krieg trotzdem Geld, ne? Pass auf. Fine. Machen wir, ist doch geil. I'll help. Let's go over what we know. Just the facts. What Wo da wirklich noch eine scheiß Bombe hochgeht. Just the facts? What we know is he's certified batshit crazy, hates cops, quotes Che Guevara, and got his hands on military-grade explosives. What more do you need to know? Oh, Christ, man. I've got nobody to help me, and I can't even breathe. How am I supposed to find this guy? Alter, the bomb finde, could be right under us, right now! Du scheißt dich doch gleich ein hier, oder was?
So. Omegas reagieren auf Druck. Er ist ein Omega. Definitiv. Das ging hier schon mehrfach hoch und nur einmal kurz auf Alpha. Also ich denke, er ist ein... So, ich würde sagen, er ist Omega. Nikki, you're a cop. Act like it. How are you gonna earn your stripes if you shit yourself under pressure like some wet behind the ears rookie at the academy? Fuck. You're right. Damn it. I'm sorry. I lost my head. I'm still in the game, Adam. It won't happen again. You can trust me on this. Just focus, okay? We know that White hates cops, so his first target is probably gonna be the precinct or somewhere nearby. Make sense? Yeah, and he wouldn't risk hanging around the bank or transit station. They've got those security cameras with facial recognition software. And the precinct is shut down thanks to the internal affairs investigation. That leaves the precinct alleys and sewers as the most probable places to find Mark. Ach, das kenne ich doch. I'm going to get on the horn and update my CO. Can you check those two locations? And Jensen, be careful. White may have left booby traps lying around. He's like that, now that I think about it. Ah, trotzdem. No problem. Anything else you can give me? I don't know. You remember what White looks like, right? Tall, Caucasian, skinhead? He's not the quietest guy, so you'll probably hear him before you see him. Yeah, a real philosopher king. I remember. Yeah, so if you just keep your eyes and ears open, I'm sure you'll find him. Also, I heard he's had some major augmentation work done. I'd be extra careful around him. I think the White we used to know has been replaced with something much worse. Got it. I know it's a long shot, but I'm hoping we get backup to expand the search. In the meantime, we can check those areas, and who knows, maybe we'll catch a break. Oh, and Jensen, please don't turn him into a martyr. I'd prefer him breathing. Nebenquest, dankeschön. So, also. Warte mal, erstmal machen wir hier. Das ist das, ne? Genau. Inaktiv und inaktiv. Das hier möchte ich erstmal haben. Weil das gefällt mir nämlich irgendwie so gar nicht. Hier ist das Revier und hier ging das in die Kanalisation. Meine ich. Aber für die Kanalisation bräuchten wir jetzt eigentlich diese eine Augmentierung wieder mit dem Atmen. Gerade haben wir nichts. Aber, oh, guck mal, es fehlt doch nichts. Und dann holen wir uns den Rotz hier. Ja, genau. Super. Leute, das ist geil. Das schockt hart. Wie schockt es? Hart schockt das. Also. Attacke, Renate! Nee, reimt sich denn auf Renate? Attacke. Margarete. Attacke, Margarete! Nee. Attacke, nein. Kanalisation. Das wollte ich gesagt haben. Kanalisation. Meint sich aber auch nicht. So. Hallo, Woffi. Alter, da macht mir ein bisschen Sorge, der Bob. Schön ist das hier. Scheiß die Wand an. Ist das schön. So, wo sind wir jetzt? Bleiben wir mal hier. Vielleicht sollte ich zwischendurch noch irgendwie mal ein bisschen was machen. Warte mal, habe ich jetzt nicht irgendwie noch... Lass mich mal kurz hier reingucken. Nee, irgendwie haben wir hier nichts Großartiges, ne? Nee. Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, ungünstig. Ungünstig. So, wir müssen irgendwie ein paar Erfahrungspunkte noch kriegen. Vorher am besten. Ich würde gerne wissen, wie. Kaufen können wir uns ja auch nicht einfach. Wir könnten mal gucken, ob wir einfach mal so ein paar Penners hier irgendwie mal so ein bisschen... Weiß nicht, bringt das was? Hallo? Tick! Gab das Erfahrungspunkte? Weiß nicht, gibt es sowas Erfahrungspunkte? Also ich glaube, wir kriegen nichts dadurch, oder? Was mit dir? Help! Leave me alone! Ich weiß doch, du hast die hier umgenutzt. Ich... Na, nee, wir kriegen nichts dafür. Das ist doch kacke, ist das doch. Das ist kacke Arsch. Aber vielleicht finden wir hier aber noch irgendwo was, was wir hier heimlich still und leise öffnen können. Irgendwie irgendwas irgendwo und so. Kann ich da öffnen? Nein. Mit euch? Hallo. Hier, den haben wir aber schon mal gehackt. Ungünstig. Ah, warte mal. Aber ich habe eine Idee. Pass mal auf, ich laufe mir hier unten rein. Hier waren, glaube ich, immer mal Türen, die man so hacken konnte. Wir uns fehlen noch 640 Gelöde-Punkte. So Kacke-Arsch-Punkte. Den hatten wir auch schon mal. Hier ist aber auch niemand, ne? Hallo? Hier waren wir wegen irgendeiner anderen blöden Quest. Nee, hier war nichts.
Das hatten wir auch schon alles geöffnet. Was war mit denen? Hatten wir schon freigeschaltet. Pass auf, dann laufen wir jetzt mal eine Etage höher. Ich will diese Punkte vorher haben, damit wir da auch in diese, durch diese Giftgaswolke können. Wäre nämlich ganz schön nervig, würden wir da nachher wieder an dieser Stelle wieder haken. Dass es nicht weitergeht. So. Mensch, überall hier war ich schon... Das war das Ding, wo was explodiert war. Das weiß ich. Genau, hier war diese übelste harte Sprengfalle. Und mit dem... Oh, guck mal, den hatten wir gar nicht... Gee. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. So, das wird kein Problem sein. Hoffe ich. Nicht entdecken. Dankeschön. So, dann gehen wir einmal da lang. Weiß nicht, ob das extra Punkte gibt, wenn wir den machen. Dann muss man mal vielleicht mal... Oh. Pass auf, so, so. So, den nehmen. Komm, mach mal. Nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Ich nehme den jetzt hier. Hallo? Ach, den kann ich gar nicht? Hallo? Ja, okay, dann eben nicht. Ist ja okay. Mach den mal. Plus 25 EP. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ist hier irgendwas Wichtiges? Scheiße gebaut. Sam hat Scheiße. Das ist eigentlich schon alles wieder uninteressant. Ich will mal gucken. Noch mehr. Nee, plus 25. Wir hatten 640. Boah, wir müssten hier noch ein bisschen was machen dafür. Ist die Frage, ob wir das überhaupt damit auf diesem kleinen blöden Weg schaffen oder nicht. Hier noch irgendwie. Was ist das denn? Schrubflinte. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. So ein E-Book neben dem Klo will ich sowieso nicht anfassen. Wer weiß, was der sich darauf angeguckt hat, der Schlawiner, ne? Ach, hier hatten wir doch den einen... Doch, ich glaube, ich erinnere mich. Hier sind wir reingeschlichen, haben wir den einen Typen hier kapeistert. Zumindest also schlafen gelegt, der hier irgendwie was... Das war für diese andere ehemalige Kollegin, die sich als Hure verkleidet hat. Ich... Natürlich, verkleidet hat. Ach Mensch, ihr wisst doch schon, was ich meine. Leute! Mutter stellt mir doch nicht irgendwie so Kacke wieder. Denkt mal mehr an Liebe. Habt ein bisschen mehr mit Liebe zu tun. Oh, guck mal, wir können hier was machen. Stufe 5. Ein Moment. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht mit irgendwas Stufe 5-mäßigen zu tun, oder? Können wir mal gucken. Wenn, dann gibt das aber hoffentlich Punkte. Hacken. Alter. Nuke? Ja, dann nuken wir den Rotz einfach. Ja, egal, komm, wir haben genug. Wir haben genug. 250 Erfahrungspunkte. Geil, ich habe mir sowas gedacht. Access granted. Plus 250. Pass mal auf. Jetzt sind es nur noch... Ja, geil, noch ein so ein Ding. Und wir... Hallo. Hallo. Der hat keinen Kühlschrank. Der hat keinen Kühlschrank. Irgendwelche Kacke hier liegen. Ich glaube, hier liegt auch ein Augmentier. Hast du sowas denn? Was ist das denn hier? Alter Finne. Hallo? Hallo? Schmerzmittel. Schön. Ist das irgendwie so ein kleines, heimliches Augmentierungsstudio? Auf Doom und so? Oder nicht? Oder was? Oder wie? So, erstmal hinlegen. Und hinlegen. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Ich finde, die Deko passt nicht zu dem Rest. So, komm. Hacken. Vielleicht schaffen wir das ja tatsächlich so. Das wäre schön. Das wäre wunderschön. Ach, da oben muss ich hin. So, Kollege W., du fängst hier an mit irgendeiner Kacke. So, das könnte alles klappen. Ja, oh, guck doch mal, ohne Probleme. Und jetzt, und jetzt? Plus 150. Ein Praxispunkt. Ja! Wir haben ihn. Geilo, geilo, direkt ausgeben. Ohne großartig sparen. Nein, 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 wo sind wir denn? Oder mache ich da was an? Nein, mache ich nicht. So, den Kauf. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass der 2 kostet. Nein. Scheiße. Kacke Arsch. Das schaffen wir nie bis dahin. Oh. Idiot. Oh, na, vielleicht schaffen wir es doch. Hallo, was ist denn hier los? Hallo? Ja, ich hatte... Meine Logik erzählt mir, das passt da nicht durch. Egal, wie viel ich spüle. Nee, das wird nichts. Und sollte das als nächstes kommen, oder... Das sind künstliche Beine, oder was? Ist das hier ein Schwarzmarktarsch, oder was ist hier? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn kaputt mit den Leuten hier? Mensch!
Irgendwas muss mit den Leuten echt kaputt sein. So. Oh Gott, nee, lese ich nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, alles klar. Ist der? So, hacken wir. Das schaffen wir auch noch. Ich will zumindest gucken, dieses Ding hier einmal fertig kriegen in der Zeit. Und ich hoffe, dass wir irgendwie so ein paar Punkte noch irgendwie rauskapeistern können, dass wir noch einen Praxispunkt kriegen. Ich hätte nämlich echt gern die Augmentierung für den, die Augmentierung für den... Ach Mensch, ihr wisst doch. Mensch, du spannst mich doch nicht auf die Folter, ihr wisst doch, was ich meine. Für den, ja. Entdeck 0%, entdecken das. So, und jetzt das. Jetzt haben wir alles. Die Augmentierung für den, Gasraum, Giftgas. Hey Doc, hat meine Hausaufgaben gemacht? Wie sieht es aus, hat Klein Kevin nicht gelogen? Das, was? Die sind tatsächlich hinter uns her. Telefon in der Klinik, unsere Handys angezapft. Also weg mit den Dingern. Okay. Also ich schätze mal, zur Sicherheit... Okay. Ich schätze mal ganz großartig, dass das hier eine Nebenquest wäre, die wir entweder schon hätten machen können oder noch machen können würden. Das heißt, wenn wir das hier jetzt vielleicht schon alles hier rausfinden, könnte es angehen, dass wir die vielleicht direkt abgeben können. Wäre auch witzig. Oder wir müssen dann später einfach nochmal hier hin, aber haben quasi die ganze Arbeit schon gemacht. Müssen halt einmal nur kurz rein und gucken und was los ist. So, was haben wir? Nein, ich muss das hacken. Ich brauche die fucking Punkte dafür jetzt. Ach du... Ach, scheiße. So, pass auf. Auch nur 15%, dann machen wir das. So, komm schon. Ah, das war so klar. Na, weiß ich nicht. Mal sehen. Gesehen, Leute, oder was? Zack, zack, zack. Hallo? Hier noch, was ist denn das? Leute, geil, geil. Ich feiere mich hart, ich freue mich. Super, cool. Und zack. Warte mal, stopp, war das richtig? Schützt vor gefährlichen Gasen, ermöglicht längere Sprints. Gewährt Immunität gegen Giftgas und Gasgranaten. Und das wäre dann für Sprinten. Ja, alles klar, dann sind wir hier vollkommen richtig. Ach Leute, das ist super. Geilo. Geilomatik. Haben wir's? Haben wir's. Was ist hier drin? Waffenkit? Ach, Pistolen. Weiß drauf. Wer will. Wie gesagt, spielt tatsächlich jemand. Oh, das. Ja, das wäre aber auch witzig. Wenn jemand tatsächlich das ganze Spiel nur mit einer Pistole und die halt total aufgemotzt spielt, das wäre witzig. Oder? Aber ich fände das gut. Wenn ich jetzt mal so auf die Zeit gucke, glaube ich, lohnt es sich vielleicht noch eine Etage hochzugehen und da eventuell auch noch mal kurz was auszuräumen. Was wir nicht können. Und hier müssen wir jetzt auf den Dachboden kommen, ne? Sind wir. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Warte mal. Ja, geil, mittlerweile müsste ich da sogar wieder rüberspringen können. Yee! Wunderschön. So, dann gucken wir mal, wo sollen wir denn jetzt... Ach, guck mal, das ist doch hier direkt... Halt, warte mal. Pritchards Spur nachgehen. Ach, Leute, guck mal, das ist von der anderen Quest, aber... Ey, Leute, wenn wir schon direkt daneben sind, lohnt sich das... Okay, wisst ihr was? Leute, was ich da genau mache oder wie auch immer, das gucken wir einfach in der nächsten Folge von Deus Ex Human Revolution in Folge 41. Liebe Leute, winke, winke, ciao und tschüss!